Willkommen, ihr Lieben, in Folge 35 unseres Let's Plays von White Star mit dem Charakter Katze läuft durch unsere Artilleriebots. Hallo? Mit unserem Charakter Rocket Beam und seinen beiden Artilleriebots Wally und Spider und der Katze, die hier ständig durchläuft. Ich mag Katzen, aber Katzen, die ständig durch mein Bild laufen, die mag ich nicht und die kommen in die Suppe. Wirklich. So. Wo waren wir denn stehen geblieben das letzte Mal? Hier beim Abarbeiten der Aufgaben. Aber ich bin auch eine Stufe aufgestiegen. Warum auch immer. Ich kann mich erinnern, dass wir das letzte Mal nicht eine Stufe aufgestiegen sind. Aber scheinbar hat es dann doch mit irgendeinem Bonus hier gelangt für Stufe 17. Werde da jetzt aber nichts großartig machen, weil es nichts zu tun gibt. Erst beim nächsten Mal wieder werden wir wahrscheinlich dann auch eine neue Fertigkeit kriegen. Da freue ich mich schon drauf. So, und dann gibt es hier noch eine Aufgabe, ja. Die habe ich noch nicht mitgenommen. Zeit läuft ab, läuft ja, schnell ich ab. Weiß. Tick-tack, tick-tack. So, weil wir wollen ja Diradune mal irgendwann fertig haben. Jetzt habe ich die gekillt. Die brauche ich gar nicht killen, weil ich soll hier irgendwas dran anwenden. So wie das letzte Mal. Ja. Ja, ganz toll. So, wenn ich das hier alles fertig angewendet habe, dann hoffe ich, dass ich mal... muss jetzt natürlich dich einmischen. Ganz toll. Jetzt lass da mal gut sein. Upp. Eigentlich ist mein Inventar nicht voll. Och, ich wollte dich gar nicht angreifen. Ich wollte dich nicht angreifen. Jetzt lass ihn doch mal am Leben. Deine ja. Entdeckung der Augmentation. Ach, das kenne ich schon. Wissenschaftlichen Gemeinschaft des Dominion für Aufruhr. Stell dir nur die Möglichkeiten vor. Meine Vorfreude lässt sich kaum in Worte fassen. Ja, ach, ja. Mein Team hat einen Bericht zu deinen Erkenntnissen erstellt. Er wird in der Enigmenkammer in Ilium aufbewahrt. Du arbeitest also im Team. Mhm. Na gut, vielleicht sollte ich das auch wirklich mal machen. Vielleicht sollte ich da wirklich mal hingehen. Damit der mich nicht mehr nervt. Das ist ja schon wie Windows 10 hier. Ne? Wir wollen dich ja nicht nerven, aber hallo. Machst du mal bitte ein Update? Ist auch kostenlos. Ist auch kostenlos. Wir können jetzt zwar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist kostenlos. Und was kostenlos ist, ne? Das muss gut sein. Das muss man sich unbedingt installieren, weil... Außerdem ist es Microsoft. Hallo, Microsoft. Hast du gehört? Es ist Microsoft. Da überlegt man gar nicht lange, sondern installiert das einfach. Hast du es immer noch nicht installiert? Mann, es ist kostenlos. So geht das den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Ich habe jetzt hier gerade den Affen umgehauen. So, was gibt es hier zu tun? Mach ich mal den Käfig auf. Ja, ich habe euch befreit. Ich bin euer Held. Öffne Käfige. Seht ihr mal? Da sind noch mehr Käfige, die ich öffnen kann. Dann mache ich das doch. Bupp. Und da ist noch ein Affe. Genau. Ja, Windows 10. Also, Leute, falls ihr das Update auf Windows 10 noch nicht gemacht habt, dann macht das Update doch einfach. Denn günstiger kommt ihr definitiv nicht an ein neues Betriebssystem ab August? Ja, ich glaube ab August oder Ende Juli kostet das nämlich dann Geld. Und dann könnt ihr ja sagen, ja, jetzt mache ich das Update, weil jetzt kostet das ja Geld. Also wer einfach hier eine Wertigkeit sucht und sich nicht vorstellen kann, dass Microsoft irgendwas Kostenloses raushaut, ja, dann müsst ihr einfach warten, bis es Geld kostet. Das ist dann so. Aber ich kann euch auch erklären, warum die das kostenlos raushauen. Weil sie sich davon eben auch was versprechen. Nämlich Überwachung. Zeit zu reden? Ja, ich habe keine Zeit zu reden. Ich will das hier auch alles gar nicht. Ich nehme mir das Erstbeste. Nö, mache ich nicht. Ich bin allergisch gegen Lorbeeren. Viel Glück, wirst du. Ich bin schon mal froh, wenn ich dein Gesabber nicht mehr hören musste. Ehrlich. Du bist so ein richtiger Sabberer. Du bist einer von denen, die hier kein Gesicht haben, gell? Warte mal.
Na gut, da haben sie aber arg gespart hier. Das ist ja schon Pixelmodus. Mann, Mann, Mann. Und ein Hasenzähnchen und rosa und zwei Ohrringe. Doll. Junge, 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 Junge. Wie heißt denn der Style? Türsteher beim Paparazzo. Parazzo der Männertreff. Ich baue einfach alles auf hier. Weil ich's kann. Ne, das habe ich schon. Brauche ich nicht mehr. Den Buff hole ich mir noch mit. Ja, Ansiedlerabend. Da kann ich mit dem Taxi fahren. Muss ich jetzt aber nicht. Also nicht zwingend. Habe jetzt auch gerade keine Aufgabe mehr fertig. Deswegen gehe ich mal zum nächsten über. Das wäre dann da hinten. So. Richtig, was ich euch noch sagen wollte, wenn ihr zwischendurch doch Questtexte haben wollt und sowas, ne, dann sagt das, dann lese ich die auch vor. Habe ich auch keine Probleme mit. Nur hier jetzt Deradun, naja, da sind wir ja schon größtenteils durch. Ich meine mal, wenn wir hier mit der Region fertig sind, dann werden wir nach Ilium gehen, werden dort die epische Aufgabe machen, also den Epos, auf den wir hier ständig hingewiesen werden. Junge, Junge, Drogen oder was? Du siehst aber cool aus. Du siehst aus wie so ein Hund. Und deine Mutter war eine Ratte, glaube ich. Hund und Ratte. Ein Rattenhund. Hm. So, großer Erfolg. Tötet Experiment. 8-7 macht. Hm. Ah, hallo. Also ich habe jetzt nichts persönlich gegen dich. Nichts Wirksames. Gut, das war auch gelogen. So, weg. Experiment 878 ist tot. Komm. Dankeschön. So, auch fertig. Sehr gut. Was ist das nächste? Zam in Nöten. Da hinten. Ich will ja rüber. Wildholz. Ach, das sind die Augen hier. Das passt ja. Das passt ja. Wie die Faust aufs Auge. Oder ins Gesicht. Aber wie kann ich denn jetzt von dem... ja. Ich will hier erfolgreich alles töten. Aber kann ich von meinem Hoverboard absteigen? Ja, gut. Klassischer Fail, sag ich mal. Wupp. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon dran. Wir operieren zum Wohle des Dominion. Mhm. Ja, mittlerweile ist mir übrigens aufgefallen, die gute Fraktion hier ist auch eine ganz coole Fraktion. Also bevor ich jetzt mir den Zorn aller möglichen Dominion-Spieler zuziehe. Aber ist nicht so wie bei World of Warcraft hier, dass die böse Generation oder die böse Fraktion hier auch irgendwelche ehrenvollen Interessen hat, diesen Planeten zu bevölkern. In erster Linie wollen die einfach mal alles töten hier. Das ist so. Es gelten die üblichen Vorschriften für Attentate. So, nach 35 Folgen habe ich jetzt doch mittlerweile das Gefühl... Aber sehen wir einmal, wie du den nächsten Auftrag erledigst. Ich hätte hier die falsche Fraktion gewählt. Aber das sage ich auch nur einmal und dann wieder. Weil diese Aurin, die sind auch ganz lustig und knuffelig und so, und zum Kuscheln. Wildholzflüsterer, der hat auch ein bisschen mehr Leben. Okay, war gelogen. Gib mir mein Loot. Da schauen wir mal. Das habe ich hier fertig. Das habe ich nicht fertig. Ja, das habe ich alles fertig. Unterkunft der Zukunft. Sammelnöt, vielleicht soll ich es einfach mal zurückbringen. Ist ja nicht weit weg. Da rein.
reiten wir in den Sonnenuntergang. Oder die Lichtsäule, die hier alles zerstört. Ui, ein paar Einhörner. Nee, stimmt gar nicht. Ja, du bist ja lustig drauf. Ich bin schon gar nicht mehr da. Wie steige ich denn von dem Ding ab? Hallo? So, Rechtsklick. Jetzt bist du mal betäubt. Dann spürst du auch keine Schmerzen mehr. Hast du 3.500 Leben? Oh, das war ein bisschen overpowered. Wie sie immer wegspringen. Hast du dir das Genick gebrochen beim Springen? Mann. Man soll bei Sport immer die richtige Kleidung tragen. Alles andere ist gefährlich. Agent Lex. Es gelten die üblichen Vorschriften für Attentate. Ja. Hier gebe ich immer was ab. Zum Entnütten. Das ist ein Briefkasten. Kann ich noch was bauen? Nein. 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 Nun gut. Aber da kann ich was verkaufen. Auswahl treffen. Ja, mache ich gerade. Sehr gut. Da haben wir wieder ein schönes, leeres, halbwegs leeres Inventar. Und dann geht es mal weiter. Hier 1200 Meter. Okay, das ist ziemlich weit. Ist alles ziemlich weit weg. Warum ist das so? Was ist da drin? In dem Dings. Dem Undefinierbaren. Da, nämlich. Ja. Ich führe doch noch meine Artilleriebots aus. Ehrlich? Nichts weiter. Gewalt ist keine Lösung. Oh, bist du zu viel Steroide, ja? Hulk Hogan. Nee, Hulk. Nur Hulk, nicht Hogan. Wupp. War den anderen auch noch? Oder bin ich schon durch? Irgendjemand beschießt mich. Der Terraformer ist ein machtvolles Gerät. Er ermöglicht meinem Orden, die physikalischen Eigenschaften des lokalen Terrains auf dynamische Weise zu ändern. Gleichzeitig initiiert es eine extrem beschleunigte Evolution der lokalen Lebewesen und ermöglicht ihnen eine höhere Überlebenschance in der neuen Umgebung. Wie nett. Die derartige Macht ist befreiend und gefährlich. Genau. Und wir kümmern uns mal gerade hier um den, wie heißt er? Schon tot. Hat keinen Namen mehr. Ein Mädchen hat keinen Namen. So, getötet. Dann gehen wir mal da rüber. Das freie Sicht auf das Ziel habe ich. Das Portal zerstört. Ja, super. Es gelten die üblichen Vorschriften für Attentate. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht sollte ich öfter mit einem Partner zusammenarbeiten. Nee, lieber nicht. Ich kann dich nämlich nicht leiden. Ist wirklich so. Ich kann dich nicht leiden. Du hast eine komische Stimme. Da wird mir Angst und Bange. Hallo, Jungs. Mädels. Ich glaube, ich muss auch meine Skillung noch mal ein bisschen überarbeiten. Da sind ein paar Fertigkeiten drin, die verstehe ich gar nicht. Und dann können die eigentlich nicht so cool sein. Ach, eine Kiste. Jawohl. Ah, da sind noch mehr Kisten. Toll. Man sollte nicht weitergehen, wenn man noch am Looten ist. Meistens ist man fertig, wenn da steht 0,0. So. Also, was ist denn das nächste hier? Wildholz-Terraformer da drüben. Ja, die habe ich doch schon gelootet. Gibt es noch mehr? Irgendwo hier müssen noch Kisten sein. Hier müssen noch Kisten sein. Kisten. Kisten. Habt ihr Kisten gesehen? Wie nein? Da steht doch eine. Jetzt meinte der gerade zu mir ganz unschuldig. Ach, die. Ja, die. Jetzt, wo du sagst.
Das kann ich ja gar nicht leiden. Gar nicht. Hätte er die Wahrheit gesagt, hätte ich ihn am Leben gelassen. Okay, hätte ich nicht. Aber nur, weil ich Dominion spiele. Würde ich die Verbannten spielen, dann hätte ich die Wahrheit gesagt. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. So, Agent Lex. Lex. Muss ich immer an den Typen denken, der mir das Eis in die Hand drückt? Und ich ihn fragend angucke, was soll ich denn damit machen? Lex! So. Flachwitz bedient. Oh, den habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Ist nichts Neues. Mir fällt einfach nichts mehr ein. Fällt nichts mehr ein. Nichts mehr. Keine neuen Witze. Traurig, traurig, traurig. Also ich muss eine Skillung finden, um das gerade nochmal aufzugreifen, wo ich die Gegner auf dem, an der Stelle, wo sie stehen, festmache und dann rolle ich den ganzen Schaden drauf aus. Meinen und den meiner Artilleriebots. Ah, das sollte ja wohl funktionieren. So, jetzt wird hier mal was umgedingst. Ja, das war einfach. Auch einfach. Ach, kommt, Leute. So einfache Aufgaben. Geht gar nicht. So, zurück zu Agent Lex. Ist der Milbenfall, das auch in die Richtung. Da ist noch mehr Zeug. Das sagt er meine Aufgabenliste. Ich muss sowieso dahin. Guck mal, was da fertig ist. Dass die Liste mal ein bisschen kürzer wird. Es gelten die üblichen Vorschriften für Attentate. Fertig! Jawohl! Gut gemacht. Da gibt's nichts Neues. Du solltest eine Karriere beim Auge in Betracht ziehen. Beim Auge? Als Arzt? Als Augenarzt? Hust. Ich repariere lieber eure Schüssel. Das heißt nicht, dass ich ein Koch bin. So. Einführung, Herzen, Gedanken, Schwingen, erstatte Gedönsbericht, 709 Meter nach da. Geschichte der Region, Milbenbefall, das wäre da. Und dann gucken wir doch mal hier in unser schlaues Buch, was wir noch alles zu tun haben. Wo ist denn die Liste? Inhaltsfinder, jawohl. Deradun, 76%. Leute, es neigt sich dem Ende. Ist das nicht toll? Ah, Kampffeuerschreiter. Kampffeuerschreiter, wo ist das denn? Kampffeuerschreiter? Hallo? Da unten? Ah, da unten. Okay. Also, Kampffeuerschreiter. Was haben wir denn noch? Warum macht er das dann zu? Ist doch dämlich. Fertig. Da ist noch was offen. Kap Hochfels. Ach, können wir mal so einen Punkt dahin, dass wir uns orientieren können. Da. Dann machen wir das doch mal zuerst. Kann ich da nicht mit einer Schnellreise oder so? Rakete? Nö, da war ich noch nie. Hä? Gibt's doch gar nicht. Doch bei Roller. Würde meine Tochter jetzt sagen, die nervt mich seit Wochen mit dem Spruch. Weil ich immer sage, gibt's doch gar nicht. Und dann kommt immer, doch bei Roller. Mann. Irgendwann ist dann auch mal gut. Nicht wahr? Habe ich den schon? Ja, habe ich schon. Ich könnte schwören, hier schon einmal gewesen zu sein. Aber ich irre mich. Endlich bist du eingetroffen. Ja, ne? Nach 35 Folgen, Mann. Wir müssen noch einiges erreichen. Glaube ich auch. Ich muss erstmal von dem Hoverboard runter. Werden deinen Erfolg sicherstellen.
Ich kann mich erinnern, dass ich hier mit meiner Charakter schon war. Da geht's irgendwie dann in die Berge. Meine ich zu wissen. Also, diplomatische Vorbereitung. 2x2 Meter. Aber ich denke, da werden wir uns dann das nächste Mal hinbegeben. Genau. Das nächste Mal in Folge 36 unseres Let's Plays. Da freue ich mich drauf. Für heute war's das. Haben wir eine Menge erreicht. Einen halben Level oder so gemacht. Das nächste Mal geht's weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen und für euren Daumen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Abonnement und empfehlt mich euren Freunden. Und auch meine Facebook-Seite freut sich mal über einen Besuch. Und dann habe ich noch einen Twitter-Account, da kann man auch mal reinschauen, mir folgen eventuell oder mich dann wieder entfolgen. Das macht ja auch mal Spaß. Wir sehen uns auf jeden Fall am nächsten Donnerstag wieder in Folge 36 von Wildstar. Und dann denke ich mal, dass wir hier zu Ende kommen. Wirklich. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.